Naja, was soll's. Vermutlich wartet da hinten dann Frau Doomschwätzerin wieder auf uns. Wo haben wir sie denn gleich getroffen? Auf Hold? Hoff, ich habe schon wieder so trockene Lippen. Wo wir sie beinahe hatten, dass sie auch gemeint hat, über uns lästern zu müssen, während sie davon gelaufen ist. Um ihr beschissenes Leben. Und nun? Ja, nö. Und da kann man zumindest mal aufmunitionieren und so Scherze. Hat er hier schon das eine oder andere Schüsschen vom Stalker verbraucht? Wer weiß, vielleicht wird es gleich noch nützlich sein. Ein Schild schadet eigentlich auch nie. Aha. Da guckt er nach. Jetzt kochen wir hier allmählich wieder mit Wasser. Ist hier kaputt? Okay. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Dass hier nichts an einem Stück bleibt. Nö, 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 nö. Was geht hier vor? Wie, was geht wo vor? Ach, du bist ein weiterer von El Lapos Gang. Du entkommst nicht. Ich hab nicht vor zu entkommen. Ups. Du kannst mich nicht stoppen. War ziemlich leicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Außerdem habt ihr mir noch höflicherweise verraten, wie ich aus dem Raum rauskomme. Also bin ich sehr zufrieden damit, wie ich das hier geregelt habe. Mit eurer Performance wäre ich an eurer Stelle allerdings ein bisschen unzufrieden. Denn ihr seid auf sehr spektakuläre Art und Weise tot. Ja. Again. Unjewill. Deine Mutter nach wie vor immer noch. Oh, er hat zwei Lichtschwerte. Guck mal den hier an. Den feinen Herren von der Dimpfelmoseralm. Da kicken wir an hier. Behält seine Machtblitze für dich. Der letzten Endes nämlich doch nichts gebracht. Zwei Lichtschwerter. Und trotzdem keine Deckung aufrechterhalten. Okay. Nicht wofür. Juhila, Alter, was hier? Wir machen ja eine richtig reichlich Blümerant hier und so. Scheiße, Alter. Das war mal eine faszinierende Erfahrung. Wollt ihr mich etwa leben? Ja, nicht, ihr Ficker. Oh, Gott sei Dank sieht Kai das nicht. Was sage ich? Kai benutzt die Dinger selber. Ja. Okay, das war unerwartet. Das ist scheiße. Hier, für Scheiße. Jetzt kommen die mit Lichtschwertern. Habt ihr sie noch alle? Und natürlich hat mein... Ich frettiere euch genauso wie eure Kollegen. Es ist mir scheißegal. Das sind dieselben Dinger, die Rush in der Trainingsmission auf mich geworfen hat. Hoppa. Ihr seid hierfür deutlich weniger anfällig als eure Kollegen. War mir fast ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ich frittiere euch halt munter durch. Ihr lasst euch von mir nicht stressen, lieber.
Nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, aber nicht in die Ecke drehen hier. Das war die 1. Autschi. Das ist ein Medi. Hoppala. Ich sollte mich ein kleines bisschen aufpassen. So, jetzt könnten wir dann allmählich mal wieder. Jawohl. Bam. Und noch eine kleine Schildenergie abgestaubt. Geil. Geil. Kontrollpunkt. Jetzt habe ich aber Bock, der blöden Kuh von Hoth in den Arsch zu treten, oder? Habe ich da jetzt Bock drauf? Ich habe da sowas von Bock drauf. Runter? Wieso denn runter? Ein Eindringling. Und hier wieder handelsübliche Söldner. Ich bin... Ach nein, ihr seid gar keine handelsüblichen Söldner. Ihr seid tatsächlich machtbegabt. Und ich habe leider keine Stalker-Munition mehr. Lichtschwert ist übrigens Bumerang. Das kommt wieder, Kollege. Da einmal was abgreifen und dann gib ihm bös. Du findest durch mich den Kopf. Das hat dein letzter Kollege auch schon gesagt, dann weißt du was ganz ehrlich. Du kannst hier nicht der Oberguru sein, das wäre lächerlich. Ist das das, was hier abgeht? Bete dir ein paar Meteoren an. Da mochte jemand Vader nicht sonderlich. Oh, das war mal eine Darth Vader-Statue. Entschuldigung. Verrückt. Verrückt, sag ich euch. Allein die von da oben runter, da kann doch alles nicht wahr sein. Das ist ja wohl die Höhe. Das ist ja wohl der Gipfel. Da oben steht schon wieder so ein Vollhonk. Du spürst mich also, wie schön, wie schön. Ich zeig dir gleich, was du von mir zu spüren bekommst. Nicht das, was ihr denkt, ihr perversen kleinen Kinder. Stehst du echt nur daneben, während dein Meister... Hoppala! Lappen. Da klebt doch gleich mal Doppelprügel zurück, nicht wahr? Upsala. Die Sith kommen also wieder an die Macht. Ich verstehe. Einer von euch beiden sollte jetzt dann sterben, da wäre ich sehr begeistert darüber. So, das war der erste. Wer hält dich für würdig? Lappen. Nicht auf den Sack gehen. Ich hab's gerade eben schon gesagt. Ach, du warst der, der von hier oben runtergeballert hat. Alles klar, damit komme ich zurecht. Na, Kinder jetzt. Also, euch gab's auch irgendwie im Doppelpack, oder? Ah, fuck. Das war's falsch. Dunkle Seite gab es offensichtlich im 6er-Pack bei Aldi. Genauso wie ihr Typen dutzend billiger wart. Unfucking fassbar.
mal den Stalker wieder aufmunitionieren. Dann mit den raussuchen. Oh Mann. Da ist er. Ach, das ist so wieder so ein Ding. Das gibt einfach für alle Munition. Da kriegt jeder ein bisschen was. Hä? Ist das nicht El Lapo und seine Gefährten? Hä? Rush? Ich spüre deine Gegenwart, Jaden. Rush, was machst du denn hier? Die Jünger Ragnos brachten mich hierher. Erst dachte ich, sie wollten mich töten, aber ich habe sie falsch eingeschätzt. Spürst du, wie viel Macht in der dunklen Seite steckt? Kyle behindert uns. Jaden, du solltest diese Kraft spüren. Das übersteigt jede Vorstellung. Rush, was redest du da? Oh, du bist ein Jedi. Nein. Nein, ich... Genug Gerede! Rush, vernichte diesen Jedi, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Jawohl. Wenn du zu schwach bist, dich uns anzuschließen, Jaden, dann darfst du uns nicht im Weg stehen. Das wird spannend rauszuschneiden. Okay, Rush ist ein Lappen. Komm zur dunklen Seite. Ja, nö, Arschloch. So hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet er hier jetzt der Obermod ist. Ich meine, er ging mir von Anfang an auf die Nerven, aber... Ja gut, dann gibt's jetzt halt schön Lichtschwert, nicht wahr? Ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar. Was ist das, wenn der Arzt anruft, während ich hier aufnehme, ist unangenehm für alle Beteiligten. Was macht der überhaupt für Geräusche? Was ist das denn jetzt? Nein. Okay, hör mal zu. Ihr zwei Lappen, ihr geht mir eindeutig zu sehr auf die Nerven. Du kannst uns nicht aufhalten. Na toll. Du entkommst nicht. Nicht vor dir zu entkommen, ich will bloß deine Lappen mal ausschalten. Ihr könnt ablenken, das ist ja ärgerlich. Boah, Alter. Das ist doch mal aber gut hier, Mann. Ja, auch hier irgendwas. Unbezwingbar. Oh, halt dein Maul. Autschi. Guck mal, kann ich auch. Du kannst uns nicht aufhalten. Ich kann fast alles. Gesehen davon, was bist du eigentlich für ein Typ? Du dachtest, dass sie dich hier umbringen wollen? Und dann tun sie es eben nicht und das reicht dir schon, dass du dich denen anschließt. Du bist schon so ein kleiner Spasti. Wir werden richtig ein Jedi. Nicht schon wieder. Herrgott, sagt der Wix. Ich bin unbesiegbar. Dass sie sich auch immer in den Kampf einmischen müssen. Ich bin unbesiegbar. Wir sind unbezwingbar. Vielleicht ist dieses Wir sind unbesiegbar auch ein Hinweis darüber, dass die tatsächlich nicht diejenigen. Dass das tatsächlich nicht die sind, die wir angreifen müssen, sondern dass wir einfach alles auf
auf Rush setzen müssen. El Lapo, den zweiten seiner Art. Die Geräusche, die der macht. Es ist jetzt schon ein besseres das beste Lichtschwertduell, das ich in jedem Star Wars Spiel bisher hatte. Also da ist es. Es ist tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich bin hier in einem richtigen Duell drin. Es ist nicht bloß so. God fucking damn it. Ist irgendwas übersehe ich hier. Wir sind unbezwingbar. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, vielleicht wäre es die berühmte Dreierregel, dass ich ihn einfach nur dreimal. Ich spüre dich noch. Guck mal, ich kann das auch lappen. Ja, auch in allen Regenbogenfarben regelmäßig leuchtet, weißt du? Ich habe einen von denen erwischt. So, jetzt aber. Heilig. Oh. Hast du geglaubt, ich würde meinen neuen Schüler so leicht aufgeben? Taelion. Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest, Katarn. Dein jämmerliches Jedi-Mitleid ist eine Schwäche, die dich dein Leben kostet. Und das der Akademieschüler. Aber nicht deines, mein lieber Rosh. Komm. Ja, Taelion. Rosh, nein! Narr, eure kleine Freundschaft kann es nicht mit der Kraft der dunklen Seite aufnehmen. Welche Freundschaft? So weit ist es gekommen, Taelion. Die Macht häppchenweise stehlen wie irgendein intergalaktischer Parasit. Verschon mich damit, du selbstgerechter Katarn. Du magst mich gedemütigt haben, als du mich am Leben gelassen hast, aber dann habe ich das gefunden. Jetzt habe ich einen neuen Meister, der mir alle Kraft versprochen hat, um dich und alle Jedi zu vernichten. Ragnos, was kann dir ein toter Lord der Sith geben? Das, was ich schon immer wollte. Aber du wirst das nicht mehr erleben. Lange kann ich nicht mehr. Halt durch. Crazy shit. Wir haben uns befreit und überall umgesehen, doch Taelion hatte sich Rosh geschnappt und war geflohen. Jetzt wissen wir, wer diesen Kult anführt. Aber das erklärt noch nicht, wieso sie so viele Anhänger der dunklen Seite haben. Ein paar von Dissans Wiedergeborenen waren bei ihr. Bezüglich der Kultanhänger hat Jaden eine Theorie. Wenn das Zepter die Macht speichern kann, kann es sie vielleicht auch freisetzen. Taelion könnte damit ihre Anhänger stärken. Verdorbene Jünger auf der dunklen Seite der Macht. Das würde viel erklären. Konntest du dir das Zepter ansehen? Ja, es gehörte wohl Ragnos. Wir werden rausfinden müssen, was Taelion damit vorhat, wenn wir sie stoppen wollen. Einverstanden. Du wirst ein neues Lichtschwert fertigen müssen, das das Verlorene ersetzt. Während wir versuchen, Taelions nächsten Schritt zu erahnen, möchte ich, dass du eine aktivere Rolle an der Akademie übernimmst. Sir Jaden, du hast auf Vijun ausgesprochen überzeugend agiert. Um sich drei dunklen Jedi zu stellen und sie zu besiegen, braucht es Tapferkeit und Talent. Ich denke, du bist bereit, dich ab sofort Jedi-Ritter zu nennen. Glückwunsch. Ja, Meister Skywalker. Vielen Dank. Jaden, nach dem Kampf spürte ich den Hass in dir wachsen. Du magst jetzt ein Jedi-Ritter sein,
Doch musst du dich vor der dunklen Seite hüten. Ja, Kyle, ich werde dich nicht enttäuschen. Nachdem ich Rush ein Lichtschwert in seinen fetten kleinen Ranzen gerammt habe. Schwerttyp, hier, zwei Schwerter, geil. Oh, was hatten wir denn hier vorher? Ich bin voll raus. Wir nehmen den Wächter und den Unruhestifter. Und ich glaube, wir nehmen sie in Blau. Oder grün wie Skywalker. Wir können auch mischen. Nein, wir nehmen zwei blaue. Das passt schon. Schon geil, dass man hier zwei Lichtschwerter auch nehmen kann. Da du nun ein Jedi-Ritter bist, haben Luke und ich entschieden, dich auf anspruchsvollere Missionen zu entsenden. Sei aber vorsichtig. Gefahren lauern überall. Geil. Also geht los hier. Jetzt. Huh. Finde ich gut. Gefällt mir. Fangen wir mit dem Kultkontakt auf Chantarilla an. Wir haben von den Chantrellanen gehört, dass ein paar Anhänger des Kults in eine alte Grabkammer eingebrochen sind, in der ein Jedi-Ritter begraben ist. Begib dich schnell dorthin und verhindere, dass sie noch mehr Energie der Macht sammeln können. Wenn sie wirklich versuchen, Machtenergie aus diesem Grab zu entziehen, könnte Tavion dort sein. Pass auf und ruf Hilfe, falls du sie entdeckst. Ich find's fast ein bisschen schade, dass ich mit Tavion nichts anfangen kann. Muss in einem der früheren Spiele passiert sein, das... Finde ich fast ein bisschen blöd. Ah, nehmen wir hier den Geistestrick. Und dann nehmen wir einmal natürlich den ELF Blaster und natürlich das Stalkers Stoßgewehr. Brrrm. So gut. Na, das sieht doch mal noch was aus.